Ich reagiere heute auf Shorts. Und im letzten Short ist einfach der größte Mann Deutschlands drin. Also bleibt bis zum Ende, um nichts zu verpassen. Jalla. Fangen wir mit Plankton an, let's go. Für ein kleines Spiel. Wenn ihr einen Freund oder eine Freundin habt, die ihr nicht allzu regelmäßig seht, wie ich zum Beispiel mein Kumpel Medizin Martin, der ist nämlich immer busy im Krankenhaus. Dann holt euch gemeinsam zwei USB-Sticks in so einem Doppelpack. Spielt zuerst Schere, Stein, Papier. Wer gewinnt, darf eine Münze werfen. Zahl ist Kopf. Wer beim Münzwurf gewinnt, darf dann die beiden USB-Sticks hinterm Rücken mischen und der Verlierer darf sich dann einen Stick aussuchen. Ach Mann, ich wollte doch den schwarzen! Das alles war allerdings noch nicht das eigentliche Spiel, denn das geht wie folgt. Jeder von euch hat jetzt einen USB-Stick, den ihr bis zum nächsten Treffen befüllen müsst. Vielleicht mit einem weirden Bild oder einer 10-Stunden-Furz-Compilation oder wenn ihr richtig willst, mit einer selbstgemachten Batch-Datei, die sich in den Autostart-Ordner kopiert und sich beim Hochfahren des Rechners endlos selbst öffnet. Beim nächsten Treffen tauscht ihr dann die USB-Sticks aus, sodass ihr dann eine kleine Überraschung für zu Hause habt und wiederholt das Ganze für die nächste Runde. Also nur das jetzt. Ich nenne das Spiel Trumba Bumba. Und Martin, ich werde mir was einfallen. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin in Kroatien. Und ich habe noch nicht... Ich war auch bald nach Kroatien. Wirklich? Ich war auch bald nach Kroatien. Geil. Sinnvolles gemacht. Wen juckt? Nur 12 Stunden Auto fahren, davon 10 geschlafen. Und zwei Brawl Stars gespielt. Und gerade eben habe ich eine Kakerlake gefunden. Nice. Und deswegen hier eine kleine Roomtour. Küche, Schlafzimmer, Klo, schön, andere schön, Schlafzimmer. Schön, cool. Schön. Und die mega nice Aussicht. Das Meer schon nice. Sieht man das? Da, da, hier. Geil. Ich bin in Kroatien. Oh je, Tiere, warum mache ich den Scheiß überhaupt noch? Hallo, könnt ihr bitte von dem Zaun runtergehen? Hey! Runter von dem Zaun! Okay, danke schön. Ich zeige euch in diesem Video die Schritte, wie ich meine Animationsvideos mache. Ja. Denn es ist wirklich die meistgefragte Frage bei mir in den Kommentaren. Aber es freut mich, dass so viele von euch Animationen mögen, weil same. Denn man kann mit Zeichnungen halt wirklich alles darstellen, was man will. Und das ohne teurem Kamera-Equipment. Und eigentlich sage ich zu der Frage immer, schau Videos auf YouTube, die das erklären. Aber mich haben jetzt so viele gefragt, jetzt wird das Video hier eines solcher Videos. Also geil. Komm mit auf meine Reise. Ich zeige euch ein bisschen meinen Arbeitsalltag und vielleicht findet ihr es ganz interessant. Wie ein kleiner Crashkurs. Ich hoffe, wir crashen nicht. Ah! Überhaupt etwas anzufangen ist immer das Schwerste. Sagen wir aber mal, ich habe jetzt am Anfang schon eine Videoidee und ich will dazu ein Video machen. Dazu schreibe ich mir immer zuerst ein Skript, wo alles drinsteht, was ich erzählen will. Das ist extrem wichtig. Sonst vergesse ich wichtige Sachen oder wiederhole mich. Oder erzähle unnötige Details. Brauche ich wirklich nochmal erwähnen, dass sie den Kanal abonnieren sollen? Überlegt es euch auf jeden Fall gut. Sonst zeichnet man später im Animationsschritt Sätze, die eigentlich voll unnötig wären. Warum zeichne ich gerade überhaupt die gleiche Szene zum 5-mal? Und ich zeige euch in diesem Video die Schritte, wie... Ey, animieren ist halt so anstrengend. Würdest du eher 5 Euro im Boden finden? Oder alle deine verloren gegangenen Socken finden? 5 Euro. Auf jeden Fall die Socken, weil die sind mehr wert als 5 Euro. Würdest du eher den Rest deines Lebens jeden Tag kalt duschen? Oder nur kaltes Essen essen? Kalt duschen. Holy shit. Ich bin zwar der größte Warmduscher, aber nur kaltes Essen, also so... Weiß ich nicht, Digga. Würdest du eher die Fähigkeit besitzen, dich irgendwo hin teleportieren zu können? Oder Gedanken lesen zu können? Teleportieren ist geiler, glaube ich. Können. Ist beides smart, aber Teleportation einfach der Key. Man kann halt random nach der Arbeit sagen, so, ja, ich gehe jetzt an den Strand. Tschüss. Ja, nice. Du, ja, nice. Ist schon geiler. Wollen wir das neue Warzone 4 spielen? Klar, hast du schon runtergeladen? Nee, geht doch schnell. Oh, ja, dann würde es heute nichts mehr. Hä, wieso? Bei Online-Games muss man mittlerweile 1000 Sachen machen, bevor man überhaupt zocken kann. Erstmal brauchst du den richtigen Game-Launcher. Den habe ich. Dann musst du den Launcher updaten. Okay. Dann das Spiel runterladen. Check, das Spiel updaten. Erledigt. Ein Warzone-Account erstellen. Jo. Deinen alten Account mit dem neuen verknüpfen. Aha. Deine E-Mail bestätigen, Adresse bestätigen, Kreditkarte eingeben. Ach, mir reicht. Oh, mittlerweile ist auch ein neues Update draußen. Nee, kein Bock mehr. Ey, du hast es fast geschafft, nur noch ein Schritt. Na gut, was als letztes? Du musst die Träne eines männlichen Einhorns besorgen und zusammen mit um Mitternacht geschöpftem Gletscherwasser trinken. Dann kannst du zocken. Geil. Ich habe in meiner Berufsschulzeit alles immer irgendwie hingeklatscht. Wir hatten mal so eine Blockaufgabe, also eine große Aufgabe, für die man mehrere Wochen Zeit hatte. Und zwar einen eigenen Kalender zu designen. Und während des Unterrichts haben die meisten immer an dem Ding gearbeitet. Mein Kumpel und ich waren währenddessen immer auf irgendwelchen merkwürdigen Webseiten unterwegs. Und als der Abgabe... Lieber Fun, was? ...Termin von diesem Kalenderprojekt immer näher rückte, genauer gesagt am nächsten Tag gewesen ist und ich immer noch nichts hatte, habe ich mich zu Hause hingesetzt und in einer halben Stunde den furchtbarsten Kalender aller Zeiten hingeklatscht. Es waren im Endeffekt 12 Seiten mit Zahlen und auf jeder Seite fett der Anfangs Buchstabe des jeweiligen Monats. Und der Lehrer dann, sagen Sie mal, was genau haben Sie sich da jetzt bei gedacht? Na, das soll ein minimalistischer Kalender sein. Sie können den doch nicht schlecht bewerten, nur weil sein Sinn und Zweck ist, es super simpel zu sein. 2 Minus. Ach, echt? Boah. Sie wissen schon, dass ich sehen kann, dass Sie die Datei ursprünglich Kalender genannt haben. Ich habe in meiner Berufsschulzeit alles immer irgendwie... Da muss man echt vorsichtig sein. Mein Name ist Ingo. Willkommen bei S-Check. Ich präsentiere euch heute das Raketenfahrer. Oh Gott, was ist das? Don't try this at home. Ja, bitte don't try this at home. Oh mein Gott. Was geht? Warum? Wie findet ihr das? Ein Zeugnis, fast nur mit Einsen. Glückwunsch.
Nice. Aber bei Sport ausreichend. Das Mainzhacken ist ja sogar besser. Wenigstens in Sport. Ja, in Sport, gut. 4. Und? Wie findest du das? Ich muss mich nächstes Halbjahr auf jeden Fall mehr anstrengen. Hä, das ist doch voll gut. Ja, aber ich krieg von meinen Eltern diesmal nur 1000 Euro für das Zeugnis. Ich habe nie Geld für mein Zeugnis bekommen, nur von meinem Großvater immer, von meinem Opa. Mein Beileid. Aber lass uns doch mal einen Blick auf das Zeugnis von Sascha werfen. Ein ziemlich schlechtes Zeugnis. Aber wenigstens habe ich in Sport eine 1. Alter, heftig. Wie hast du das denn geschafft? Tobias, ist alles in Ordnung? Du siehst ein bisschen traurig aus, ne? Digga, ja, das ist wirklich so. Weint doch nicht, wenn ihr so gute Noten habt. Freut euch doch. Bei Klassenarbeiten war es bei mir auch immer so, die Lehrer haben ewig gebraucht, um sie zu korrigieren. Und meinten zu uns immer so, ja, ihr immer auf die anderen schieben, ne? Sie haben gerade auch noch eine Klasse, die ist wichtiger und so weiter, weil die in der Oberstufe ist. Ja, in der Oberstufe hat es genauso lange gedauert. In der Mittelstufe? Ich muss zuerst die 11. und 12. korrigieren. Die machen gerade Abitur. Ist viel wichtiger. Und ich denke mir, okay, ergibt Sinn. Doch sobald ich selbst in den Abiturklassen bin, heißt es, hier, ich bin Klassenlehrer. Ja, ich muss so viel von den unteren Stufen noch korrigieren, okay? Danach seid ihr dran. So läuft das Spielchen also. Und wieso machen Lehrer auch das so oft? Sie sind am PC, sie machen einen Film an und setzen sich nach hinten. Und aber die Maus, oh mein Gott, das hat mich jetzt so genervt. Das hatte ich nicht selten, eigentlich fast immer. Lassen den Mauszeiger durch... Cool, dass sie auch ein Holzkopfvideo einfach anmachen. Durchgeht mitten im Bild. I mean. Sehen sie das nicht? Und was macht man in der Situation? Ich bin einfach aufgestanden, vorgegangen, hab den weggeschoben und die Lehrerin von hinten, danke! Soll ich jetzt mittendrin nach vorne rennen und die Maus verschieben? Ja. Ne? Dann werden wir alle wohl leiden müssen. Sandkatze. Diese süße kleine Katze lebt in den rauesten und unwirtlichsten Wüsten der Welt. Das erste, was man sich da fragt, ist, wo sie wohl Wasser herbekommt. Aber das ist etwas für Schwächlinge wie uns. Jeden Tag 1 oder 2 Liter Wasser trinken müssen, sonst wird unser Körper so ausgetrocknet wie Omas Haut bei einer Hitzewelle. Die Katze hingegen muss kein Wasser trinken. Sie holt sich... Die muss kein Wasser trinken. Die ganze Flüssigkeit, die sie braucht, indem sie ihre Beute ausweidet. Wie die meisten Gamer in der heutigen Zeit verkriecht sich die Sandkatze tagsüber in einer Höhle oder einem Bau. Denn wer möchte schon in den trockensten Wüsten Arabiens, des Irans, Afghanistans, Pakistans, Turkmenistans und der Sahara bei extremen Temperaturen von 60 Grad Celsius leben. In Sternerestaurants nennt man das Niedrigtemperaturgaren. Was hat der Aufenthalt in einer Wüste mit dem Ende einer durchgemachten Nacht gemeinsam? Man wird hungrig, man wird durstig, aber nirgendwo hat ein Restaurant geöffnet. Also holt man sich notgedrungen das, was es gerade gibt, auch wenn es der letzte Rotz ist, genau wie diese Katzen, die sich von jedem Opfer ernähren müssen, das sie in ihr Maul bekommen. Zum Beispiel von kleinen Reptilien, Vögeln, Insekten und wenn es gut läuft, mal ein paar größeren Säugetieren. Sie sind ziemlich klein, nur etwa 50 cm von ihrer Schnauze bis zur Rektalöffnung und sie wiegen in der Regel weniger als 3 Kilogramm, was 2 bis 3 Mal weniger ist als manche Hauskatzen, die definitiv eine Diät gibt. Ist aber, geht doch fit, oder? Markus, wollen wir mal den Enderdrachen besiegen gehen? Oh nein. Ah, nee, gerade nicht. Ich bin hier gerade noch was am Bauen. Junge, dann räum mal bitte hinter dir weg, damit diese Gerüste nicht über... Ey, das macht man nicht. Der ist safe da stehen. Oben. Nein, stopp. Ah! Oh, Markus? Ich habe Gerüste noch nie ernsthaft in Minecraft benutzt. Was würde passieren, wenn die gesamte Weltbevölkerung plötzlich beschließen würde, in Dänemark leben zu wollen? Es wäre eng. Und weird. Und warum überhaupt? Aber wie eng? Dänemark hat eine Fläche von 43.000 Quadratkilometern. Bei 8 Milliarden Menschen müssen also auf jeder 1 Kilometer mal 1 Kilometer Fläche 186.000 Menschen unterkommen. Das ist schon saftig. Wäre eine wilde Zeit für Dating-Apps. Okay, wenn 186.000 Menschen pro Quadratkilometer leben müssten, wie viel Platz hätte dann jeder Einzelne für sich? Ein Quadratkilometer sind 1 Million Quadratmeter, ergibt bei der Menschenmasse 5,37 Quadratmeter pro Person. Das ist erstmal verdammt wenig und würde auch bedeuten, dass jeder einzelne Quadratmeter in Dänemark bewohnt werden würde. Lösen wir den BIMS mal dreidimensional. 186.000 Menschen bekommen jeweils eine 40 Quadratmeter Wohnung. Das ist alles grob jetzt hier. Das macht 7,4, sagen wir mal 7,5 Millionen Quadratmeter. Daraus könnte man ein Gebäude mit einer Länge und Breite von 300 Metern und 83 Stockwerken bauen und hat dann noch genug Fläche für Nature und Tiere und sowas. Krass. Das wäre ein monströs, kolossales Gebäude auf jedem einzelnen Quadratkilometer Dänemarks und eine völlige Katastrophe. Aber hey, theoretisch möglich. Krass. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, das wäre dann komplett überfüllt. So, die Leute müssten sich aufeinander stapeln, so. Gebäude sanieren, Straßen reparieren, Mitarbeiter schlagen, weil mich jeden Tag blamieren. Aber ich liebe meine Arbeit, Mädchen kannst du glauben, also guck nicht so bei mir mit deinen hässlichen Augen. Junge, was war das? Das ist Herr Salilu, heißt er. Was gibt's da zu lachen? Ja, so ein witziges Video bei YouTube Shorts. Ich schick das eben in die Gruppe rein. Ja, ein Video von dieser Kinderplattform, wahrscheinlich. Nur Instagram Reels. Oh mein Gott, Reels habe ich nie benutzt und werde auch eigentlich nicht benutzen. Aber okay, ich finde Shorts besser. Wer guckt denn seine Videos bitte auf Instagram Reels? Du bist ja komplett lost. Nur okay, dann kannst du es dir ja wenigstens angucken. Nein. Nur TikTok. Nur Snapchat Spotlight. Nur Snapchat Spotlight. Ja gut, dann lache ich halt alleine. Echt lustiges YouTube-Video, was du in die Gruppe geschickt hast.
Endlich. Aber wer hat kein YouTube? Jemand mit gutem Geschmack. Tubert, komm mal in den Nether und schau, was ich gebaut habe. Ja, Moment. Was hast du denn hier gemacht? Hä, was ist denn das? Ja, wir kommen schnell durch den Nether. Okay, Junge, krass. Wie lange hast du schon daran gebaut? Mittlerweile schon 2 Tage. Wie mittlerweile? Oh. Ah, sie ist noch nicht ganz fertig. Das ist von einem anderen Clip, ne? Probier mal einen Snackautomaten damit. Das hier ist kein normaler 100-Euro-Schein. Das ist wortwörtlich Schwarzgeld. Denn der Schein ist mit dem schwärzesten Schwarz der Welt angemalt. Und diese... Boah, das würde mich interessieren, ob die checken, dass das ein echter Schwarz ist. Farbe so schwarz, dass sie über 99% des Lichts absorbiert. Und Dinge, die damit angemalt wurden, wirken einfach wie ein schwarz... Krasses Loch. Man erkennt nichts. Und den angemalten Schein wollten sie im Supermarkt auf jeden Fall nicht annehmen. Japanisch oder Chinesisch? Sushi? Chinesisch? Kanji? Chinesisch? Ying und Yang? Okay. Japanisch. Das ist japanisch. Nein, das ist natürlich auch echt? Oh. Chinesisch. Genauso wie chinesische Glückskekse. Nein. Ach nee, die kommen sind nicht. Die sind jetzt aus Japan. Nein. Und dieser typisch chinesische okay. Gong, der kommt von uns aus dem Westen. Der ist quasi so chinesisch wie in einem japanischen Restaurant beim All You Can Eat, nur Pommes und Chicken Strips mit Stäbchen zu essen und dann Namaste zu sagen, wenn der Kellner dir dein Kölsch sprengt. Saufen! Geil! Wenn man plötzlich mit einem Random Mate zockt, viel Spaß. Alter, das funktioniert ja richtig gut bei uns. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir beide so gut zusammenspielen. Yes! Alter, jetzt sind wir richtig im Flow. Soll ich dich adden, Bro? Bro, du musst mich adden. Wir dürfen jetzt nicht aufhören. Let's go! Was für ein Spiel. GG, Bro. Das hat Überbock gemacht. Ich muss jetzt nur leider ins Bett. Lass uns doch morgen weiter zocken. Safe, schreib mir dann einfach. Ich werde da sein. Ich hatte das bei Fortnite früher immer, 2017, 18, da habe ich immer mit Randoms gespielt und wir haben dann teilweise so krasse Freundschaften einfach gehabt, dass wir uns echt, glaube ich, über mehrere Monate einfach jeden Tag gesprochen haben. Wir in Deutschland fahren auf der rechten Straßenseite und haben das Lenkrad links. In Japan fährt man auf der linken Straßenseite und hat das Lenkrad rechts. Im Vatikan fährt der Papst G-Klasse. Und in Schweden dachte man sich, unsere Nachbarsländer fahren alle rechts. 90% unserer Autos haben das Lenkrad links. Warum haben wir denn Linksverkehr? Ist doch witzig. Nee, ist es nicht. Wir wechseln jetzt und nennen den Wechsel so. Jürgen, wenn du willst, kannst du es ja mal aussprechen. Nö. Und somit wurde der Verkehr am 3. September 1967 um 1 Uhr morgens auf allen Straßen in Schweden stillgelegt. Krass. Alle Fahrzeuge, die dennoch unterwegs waren, müssen ja alle so wechseln. Baden wurden angewiesen, um 4.50 Uhr morgens zum Stillstand zu kommen und langsam von der linken auf die rechte Straßenseite. Das klappt doch never. Zu wechseln. Und um 6 Uhr morgens war der Wechsel. Weil das Problem ist ja, dann crashen die crashen doch alle. Dann auch schon vollbracht. Erstaunlicherweise mit nur 157 leichten Verkehrsunfällen und davon eine Handvoll schwere. Manche Buslinien, die durch Einbahnstraßen führten, waren dann so ein bisschen verwirrt und mussten nochmal neu geplant werden. Aber alles in allem wollen wir mal Jürgen hören, wie er dieses Wort hier ausspricht. Nö. Wie in Deutschland. Was? Das ist ja mein Video. Oha. Warte mal, den kenn ich sogar. Kennst du den? Ein Holzkopf? Ja, kennt er. Maxify kennt mich jetzt auch. Er kennt mich. Maxify kennt mich. Der ist cool. Der ist... No way. Sehr cool. Ich mag ihn. Rede ein bisschen wie du. Danke, Maxify. Mehr in die Anime-Richtung zu gehen. Das hat aber viel länger gedauert als gedacht. Denn normalerweise mache ich auf meinem Hauptkanal eher simple cute. Mein Hauptkanal-Promo. Ich hab eine Hauptkanal-Promo in Julian Bams neuestes Video reingesneakt. Holy shit. Mhm. Ich hoffe also wirklich, dass es euch gefällt. Bin gespannt. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Wenn alles so hektisch, check's nicht, echt nicht. Tja. Diesen Track singen alle am Essen. Oh, Mark ist auch am Start. Mhm. Das ist ein schönes Video. Yo. Sehr geil gemacht auf jeden Fall. Ein Holzkopf, richtig Talent. Aber richtig Anime-Stil. Baumungsschecke im Sack. Danke. Hä? Strong. Wenn Elias bei Seven vs. Wild mitmachen würde. So, dann zeigen wir mal, was für ein Macher ich bin. Moment. Du hast ja Gegenstand so viel. Du hast 7 Flaschen Vita-Welt, dein Nackenkissen und die Profi-Militär-Hängematte mit eingebautem wasserfestem Dach, Moskitonetz, Schlafsack und Krokodil-Abwehrsystem. Ja, okay. Mal schauen. Die Krokodil-Vita-Welt. Ja, komm, nimm die Hängematte. Ja, gut, wie du meinst. So, wie los jetzt? 1, 2, 3, Fokus. Tageschallenge Nummer 1. Gut in FIFA ziehen. Das ist ja Quatsch. Dann kann ich eh nicht gewinnen. Was denn, Großer? Komm, geh mir nicht auf den Zünder. Digga! Ach, das Krokodil kommt aus Buxtehude. Ich bin aber nicht hier, um Freunde zu finden. Komm, sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich kann das alles nicht mehr. Ich drück jetzt den Knopf. Was ist los? Warum sollen wir dich abholen? Ist alles okay? Bist du verletzt? Meine letzte Polizei-Welt ist leer. Ihr müsst mich schnell rausholen. Digga, Vita-Welt. Größter Mann Deutschlands versus Pumper. Wer von uns beiden kann in 30 Sekunden das Auto weiterschieben? Let's go. Der Größere. Ich hab Angst, dass ich mir irgendwas reiße. Wie erwartet ist der Anfang immer sehr schwer, aber dann, wenn einmal das Auto rollt, läuft's. Krank. Digga, wie schwer. Und das geht so war. Krass oh auf die Pumpe. Gott. Das ist krass. So krank, jedes Mal wieder. Krank. Und dann war Yannick an der Reihe. 2, 1, go. Digga.
Oh mein Gott, ich war gerade so verwirrt. Im Gegensatz zu mir hat Yannick extrem lange Beine. Dadurch kommt er nicht ganz so schnell raus, aber am Ende ist er bestimmt viel schneller. Stop. Okay, doch nicht schneller. Der größte Mensch Deutschland. Krank, Junge. Krass.